Und ich schwör's dir. Welcome back, people! Fragt's nicht, warum ich das aufhab. Ich fühle mich heute nicht so toll. Jetzt fühle ich mich toll mit meinem Rudolf-Ding. Anni hatte gestern Geburtstag und wir gehen morgen ins Gym. Und dann sehe ich sie und dann kriegt sie meine Geschenke. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten. Also ich habe hier einmal Family Pack, Nutella. Nutella and Go? Ich habe gedacht, das heißt Nutella to Go. Toll. Dann habe ich ihr Haargummis gekauft, weil sie die immer verliert und das sind ihre Lieblingshaargummis. Das war's. Und dann, ich glaube, sie will es schon checken. Ein Kuscheltier, wo Thank You oben steht. Das ist eigentlich so ein bisschen gemein. Auspaschen ist so lustig, du kannst da so die Beine, eigentlich musst du es auch machen. Und dann steht da irgendwas. I'm the grateful gratitude. Thank you for your heart, for your smarts, for everything you do. Jump up and down for sweet, amazing you. Ich hätte mir das vielleicht mal durchlesen sollen. Ich habe nur so ein Tape. Das war's. Ich habe jetzt fertig eingepackt. Ich bin eigentlich gut in Geschenke einpacken, wirklich. Aber wie soll ich einen scheiß Stofftier einpacken? Und das schaut scheiße aus mit dem, Alter. So, fertig. Happy Birthday, Anja. Heute ist es soweit. Ich habe jetzt die Geschenke da reingegeben. Und das war's. Kannst du bitte herschauen? Schau, ja. Du bist wunderschön. Setz deine Kapuze auf. Soll ich auch meine Kapuze auf? Ja, dann mache ich die Ohren nicht raus. Schau, ich setze sie auch auf, okay? So, passt. Alles Gute, Geburtstag im Nachhinein. Das sind nur Kleinigkeiten. Das Geschenk ist, dass du mich hast. Was ist so eibockt, what the fuck? Ich pack immer ein. Ich sag schon wieder Lego. Was ist das bei Wegmans Kampf? Oh, wie geil. Was denn? Was mit der Grundkraft? Was denn? Wenn du einmal vergisst, Danke zu sagen, schau dir ihn einfach an. Bist du sicher? Ich hab ja kein anderes Tape, okay? Bist du süß? Oh mein Gott, die Schwester, das nehmen wir jetzt gleich. Bitte schön. Heute ist Samstag. Anja und ich werden heute auf ein kleines Konzert gehen von einem Freund in Brooklyn. Und ich werde jetzt zu ihr fahren. Ich habe mich schon fertig geschminkt. Haare mache ich bei ihr dann. Ja. Oh ja, nein! Nicht das Haargummi von Anja nehmen. Maja, aus! Weißt du, was ich dir geschenkt habe? Ja, keine Ahnung. No! Au, Maja! Was mache ich denn für Scheiße? Weißt du schon, was du anziehst? Nee. Scheiße. Was ist das? Oh mein Gott, ja! Mein Air Force. Hinten, wie erklärt man das? Bei der Ferse kommt dieses Plastik raus bei der Ferse. Und das kannst du dann so hinbapsen und dann tut es immer weh. Wir sind jetzt bei der Zugstation. Wir hatten gerade so mega Stress. Wir hatten, glaube ich, dann noch 10 Minuten Zeit, 15 Minuten Zeit, das ready zu machen. Das habe ich auf Hochtouren gemischt. Dementsprechend schmeckt es auch so. Und sie hat was zu verstecken, aber das bleibt geheim. Schmeckt's? Anja hat jetzt extra so eine Zahnseidesäge. mitgenommen, damit sie endlich ihre Haare nicht mehr benutzen muss, gell? Ich weiß nicht, den kann ich nie wieder abdecken. Auf jeden Fall. Anja. Ich wollte gerade eine Story erzählen. Wir sind gerade mit der... Also wir mussten einmal umsteigen. Wir waren gerade in der 6er. Vor mir war ein Smash-Typ und hinter mir war ein Smash-Typ. Also wirklich Smash. Cut! Wir sind jetzt in Brooklyn angelangt. Wir gehen jetzt 6 Minuten zu Fuß.
Es ist 6 Uhr und wir spüren unseren liebenswerten Wodka schon. Hab ich gut gesagt? Gut gesagt. Danke, ich sollte Dichterin werden. Wir sind gespannt, wie es dort ist. Hoffen wir, dass man was kaufen kann und dass es dort ein Klo gibt. Ja. Okay, möchtest du irgendwas sagen, was wichtig ist? Ich habe nichts Wichtiges gesagt. Amen. Wir müssen jetzt warten, sehr lange warten, bis unser Dude spielt. Das war's. Do you have something to say? Is it filming? Mm. Enjoy the moment. We will. Anja, wie war's? War super toll. Oh Gott, Alter. Wie gefällt's dir hier? Was? Wie gefällt's Ihnen hier? Bitches. Achso. Oh mein Gott! Uns gefällt sehr gut. Die View ist amazing. Okay. Skyline. Guck es. Wow. So schön. Die Skyline, Manhattan Skyline. Also. Wir waren bei einem Konzert in Brooklyn. Ich hoffe, man hört mich. Dann haben wir eine große Tour gemacht. Toll. Dann haben wir uns für Brazen Fox entschieden. Und jetzt haben wir einen Weg dorthin. Und ja, zum ersten Mal Brazen Fox. Oder nicht? Erstmal? Zum hundertsten Mal, keine Ahnung. Ja. Ich bin müde. Der Zug hat eine Malfunction gehabt. Ich habe gesagt, es ist ein Zeichen vom Programm. Sie so, nee, weißt du, nee. Morning in the morning. Okay, wie spät ist es eigentlich? 3:45. Für die, die das nicht checken, Ivana, 2:41 Uhr. Ja, aber 3:45 ist nicht 2:41 Uhr. Doch. Wenn du sagst, ja, aber du sagst 3:45, dann ist es immer 45 Minuten drüber. Also die 4 Minuten ist es auch schon wurscht. Der geht's hervorragend. Red nur weiter mit deinem Vorstuhl, oder? Wir haben ein Zelt gekauft um $20. Finde ich mal. Boah, hast du da Zahnpasta picken? Das kann sein. Kannst du wegziehen? Da? Ja! Also, Plan war, nächstes Wochenende für eine Nacht zu campen. In der freien Natur. Wir wurden gewarnt, oder ich wurde zumindest gewarnt, wegen Wölfen, Hyänen und Bären. Hast du nicht irgendwas Scharfes da? Die Schlüssel. Wo ist dein Schlüssel? Mein Schlüssel ist da. Der ist nicht oben. Ich wollte gerade sagen, da ist der Apparat, der passt schon. Ich kann das ja auch machen. Da ist kein Schlüssel drin. Doch, bitte, bitte, lass das. Sag doch, wurscht, Schlüssel. Gell, das hat jedes Auto, wenn du das nicht aufmerken kannst. Ha, da, Schlüssel. Ich wollte bloß den Bauchnabel.
drück mir gerade auf. Du kannst den putzen. Nein. Du hast den komischen Bauchnabel. Kannst du deine Fresse halten?